Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter oder starten in den nächsten Teil mit der Max 2K im Rallycross. Wieder drei Strecken, die kennen wir ja auch wieder alle. Und diesmal fahren wir mit dem Ford Fiesta, den wir ja im letzten Teil gewonnen haben. Dann gehen wir mal rein ins Rennen. Wie gesagt, 6 Rennen stehen wieder an. Der Modus wird wahrscheinlich wieder derselbe sein, wie auch in die letzten beiden Tage. Heute auch nochmal zum Abschluss in diesem Rennen. Bzw. dieser Woche. So rum ist es eigentlich richtig. Gut, komm rein. Okay, leg einen guten Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. Das hoffen wir mal. Rot, mach dich bereit. Los, los, los. Oh, deutlich besser kommen wir hier weg. Ich wollte nicht mal zu früh. Kannst du mal eigentlich Platz machen? Das ist nicht immer zu früh, sondern einfach ein normales Auto. Reden wir mit der Ruhe. Reiß dich jetzt zusammen. Ich bin hier ein bisschen müde. Du machst bei diesem Verkehr keine Zeit gut. Ziehe es in Erwägung, den Joker in dieser Runde einzusetzen. Vorne und wir haben den Joker gezogen. So, letzte Runde hier. Einer bisher ohne Joker. Aber das soll jetzt egal sein, der dürfte das RME müsste hier raus sein. Aber egal, wir sind erstmal im Finale. Alles andere kümmert gut uns gefahren. Nicht. Großartig. So, der erste Teil. Ist erledigt. Jetzt geht es im Finale um 6 Runden nochmal um den Gesamtsieg. Die Ampel ist hoch. Da hat es auch nicht geknallt gerade. Mit Vollgas hier durchfliegen. Sie driften. Runde 4, liebe Leute. Ein paar haben die Führung. Relativ komfortabel.
Abstand insgesamt oder der zweite. Die sieht man noch nicht mal. Schon in der letzten Runde des Finals, liebe Leute. Des ersten Laufes. Den haben wir geschafft. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Dann gibt 25 WM-Punkte auf unser Konto. Na, da braucht der Moment. Okay, ist dabei. Das waren mal wichtige Punkte. So, der nächste Teil. Wir sind in Portugal. Oder reisen nach Portugal. Mal kurz eben weiter. Oh, eine lange Strecke mit 1 Kilometer Länge. Die volle Strecke. Also nicht diesmal nur die Kurzvariante, sondern voll. Wir haben also ein bisschen was zu fahren heute. Aber bis jetzt passt es auch zeitlich ohne Probleme. Wir sind aber zwischen 20 und 25 Minuten. Also ich habe beim letzten Part 21, 22 Minuten und jetzt waren es im ersten Mal auch irgendwie so 24, 24. Also es ist momentan von der Zeit her passt es ohne Probleme. So, gut, viel Glück fürs Rennen. Bleib konzentriert. Ja, hoffentlich, ne? Die Ampel ist hoch. Los. Oh, der Start ist zwar wieder voll. Aber da kann man das auch voll auf gute. Zieh dich mal. So, dann haben wir die letzte Runde. Da haben wir ja im ersten Teil den Fehler gemacht. Das ist absolut ab. Gehört diesmal nicht. Also, damals gab es nämlich hier links, weil er ging hier dann rechts und hier die Kurve auf die Situation gerade. Diesmal geht es ein bisschen was länger. Der möchte uns gerne ein bisschen. Immer mit der Ruhe, weiß nicht jetzt zusammen. Ein bisschen näher kennenlernen. Dann fahr ich gleich die Joker-Runde zur zweiten Mal. Warum noch eine Joker-Runde? Das hat uns Zeit gekostet. Klatsch! Wieder war es im KAC 2 gerade da auch nicht erwischt oder nicht. Oh.
sollte eigentlich schon wieder erreicht sein. Der Abstand ist groß genug davor, kommt jetzt bei der Richtung platzieren. Und wir sind schon in der letzten Runde. Das ist gleich vorbei mit der zweiten Joker-Runde. Haben wir es tatsächlich zufrieden sein. Sind wir auch eben gute Arbeit. Ich habe den Trophäe bekommen noch, weil ich zwei Joker-Runden gefahren bin. So, dann gehen wir rein in das letzte, in den Finallauf, liebe Leute. Hier in Portugal, der zweite Finallauf. Mach dich bereit. Und konzentriere dich. Ah, das ist richtig schön eingegeben. Dieser Spot, der sagt es voraus, wenn die anderen ihre Joker machen kann, wie viel da am Ende wir werden. Okay. So, Runde 3. Joker-Runde haben wir ja schon gefahren. Und zwar auch nur eine. Ich will jeden von zwei im Halbfinale. Trotzdem ist die gewonnen. Ich fühle mich hier tatsächlich extrem wohl.
kurz ein bisschen verkackt haben. Gewonnen. Yes! Aber kurz auf kein Drifter. Das ist ein. Der Sieg. Aber ja. Ja, wie gesagt, damals tatsächlich doch hingekriegt. Wunderbar. So, gut, dann haben wir noch einen kleinen Lauf. Einen kleinen Lauf haben wir noch, liebe Leute, vor uns. 900 Meter lang. Die Klappenstrecke in Schweden. Aber die kennen wir ja mittlerweile. Die kommt immer mal so ein bisschen dazu. Also die haben wir ja mit den Crosscards auch gehabt, auch zum Abschluss da. Glaube ich, war das dann auch der Abschluss gewesen. Der Modus, wie gesagt, ist selbst erklärt. Das ist, läuft eigentlich fast alles im Rallycross auf gleich hinaus. Wie gesagt, 3-6 Fahrer, 3 kommen ins Finale. Okay, konzentrier dich auf die Ampel. Versuch heute einen guten Start hinzulegen. So, jetzt sollten wir zumindest mal auf die ersten 3 kommen, dann wenn man das mal weiter sucht, dann reicht es. Los. Wieder kommen wir jetzt als Ziel Nummer 2 hier. Das war natürlich nicht die Absicht, sorry. Ja, ich zeig es arg verwirrend.
hoffe, dass sie die Zeit schaffen. Die Rennkommissare haben dir eine Zeitstrafe für Kurvenschneiden erteilt. Sechster. Ah, scheiße, wir sind raus. Ah, fuck it, Alter. Ja, das habe ich mir aber selber ein bisschen zu schreiben. Hoffentlich reicht es, um das Ding noch zum Ende zu holen. Doch irgendwie, trotz des letzten fehlenden Laufes, haben wir es dann am Ende doch noch auf die Reihe bekommen. Sind wir doch noch durchgekommen. Puh, ich hätte gedacht, okay, dann spielen sie mal, wir waren souverän Erster und dann, ja, wieder selber meine eigenen Fehler gemacht. Ist dann einfach mal so. Gut. Leider nicht dreimal Gold, aber das ist dann auch herzlich egal. Das war's dann für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Dirt 4 und dann geht's weiter mit der Gruppe B Rallycross. Mit dem Gruppe B Rallycross.